Wir schauen uns in diesem Video die neue Spieleraufgabe zur Festival of Football Karte von Hernandez genauer an. Viel Spaß! Wir gucken uns jetzt wie gewohnt erst die Aufgaben an, überlegen, ob du die Aufgabe mit anderen Sachen kombinieren kannst und gehen dann noch weiter auf die Stats der Karte ein. Hernandez musst du den Rivals oder in Squad Battles dann auf Weltklasse erspielen. Die eindeutig schwierigste Aufgabe sind die 12 Spiele, in denen du eine Vorlage mit einem Verteidiger machen musst. Es zählt hier übrigens nicht, wenn du einen Verteidiger einfach direkt in den Sturm stellst. Du kannst aber in-game umstellen oder Verteidiger einwechseln. Versuch das auf jeden Fall so schnell es geht im Spiel zu machen, da das wirklich die schwierigste Aufgabe ist. Nimm hierbei am besten offensivstarke Außenverteidiger mit auf die Bank und wechsel sie ein. In der Offensive brauchst du ein paar Franzosen, mit denen du in 8 separaten Siegen triffst. Wenn du Hernandez in Squad Battles machst und diese Aufgabe geschafft hast, kannst du ab jetzt auf Profi spielen. In 3 separaten Spielen musst du eine Vorlage per Flanke machen. Das passt perfekt zu der ersten Aufgabe, bei der du insgesamt 4 Kopfballtore machen musst. Wie du am besten Tore per Flanke vorbereitest, zeigen wir dir in dem Video in der Infokarte. Versuch vielleicht auch schon bei den Vorlagen mit den Verteidigern auch mal Tore per Flanke vorzubereiten. Ein Video, wie du einfache Kopfballtore erzielen kannst, findest du dann auch noch in der Infokarte. Das ist gar nicht mal so leicht, das Video sollte dir aber auf jeden Fall dabei weiterhelfen. Da in FIFA gerade eine neue Season begonnen hat, gibt es noch nicht allzu viele andere Aufgaben. Am Montag kommen aber vermutlich dann neue Eigentauschaufgaben raus. Wenn du die Karte jetzt nicht unbedingt schnell brauchst, kannst du auch auf die Aufgaben warten und dann eventuell probieren, was zu kombinieren. Es wird ja hier auf jeden Fall wieder was zu Squad Battles spielen rauskommen. Schauen wir uns jetzt die Karte mal genauer an. Hernandez spielt für Bayern, hat 2 schöne Skills, 3 schöne Weakfoot und die Arbeitsraten hoch. Das Tempo ist mit 84 sehr solide, die Passwerte könnten ein bisschen besser sein, vor allem die Übersicht und der lange Pass. Dribbeln kann er für den IV auch noch ziemlich gut, die Defensivwerte sehen stark aus, Ausdauer und Stärke sind dazu noch okay. Als Chemistry-Style würden wir mit dem Shadow gehen, um das Tempo nochmal ordentlich zu pushen. Das Besondere ist ja hier auch noch, dass ich die Karte noch upgraden kann. Für 3 Siege Frankreichs in der EM gibt es ein +2 Upgrade und danach immer ein +1 Upgrade. Bei einem möglichen 6. Sieg gibt es ein Weakfoot bzw. Skill Upgrade, was bei Hernandez jetzt nicht so interessant ist. Da Frankreich auf jeden Fall Favorit auf dem Titel ist, könnte sich Hernandez hier demnach ordentlich upgraden. Wir rechnen auf jeden Fall mit dem 3er Upgrade, es ist aber auch noch deutlich mehr möglich. Wir hoffen, wir konnten dir mit dem Video weiterhelfen. Stell offene Fragen gerne in den Kommentaren. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.